bis hier bei Jonessa. Daily, daily Jonessa. Jo, was geht ab? Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen am Handy gemacht und ja, bin jetzt in einer Zwickmühle, weil eigentlich würde ich jetzt laufen gehen. Aber ich habe euch doch erzählt, dass meine Beine, ja, sie tun immer weh, aber ich habe das Gefühl, irgendwas ist da nicht ganz richtig. Also Montag war ich ja laufen und dann seitdem habe ich so extreme Schmerzen, selbst wenn ich nur gehe und sogar wenn ich einfach nur liege, merke ich das. Vor allem in meiner linken Wade. Und jetzt habe ich gerade mal Fabio gefragt und er meint so, ja, dann versuchen nur zu gehen. Also versuchen, ich kann ja gehen, aber das ist so langweilig. Und da ich später sowieso arbeite und die ganze Zeit laufe, dachte ich mir so, nee. Und dann sagt er, ja, dann mach einfach hier ein Workout, sodass du halt irgendwas machst. Na, dann habe ich überlegt, Beinworkout wäre ja wahrscheinlich auch dann nicht so von Vorteil. Arme habe ich gestern gemacht, das spüre ich auch mega. Also vor allem hier so in dem Bereich, so die ganze Schulter und alles, ich spüre es. Das heißt, das Einzige, was mir eigentlich übrig bleibt, ist Bauch. Weil wenn ich jetzt ein HIIT-Workout oder so mache, dann beanspruche ich halt auch mega meine Beine. Belastend. Ich wünschte, ich hätte einfach nicht diese Schmerzen. Und jetzt halt vor allem so Montag und gestern war das halt echt extrem. Mittlerweile geht's schon, aber ich habe halt echt Angst, dass das schlimmer wird oder richtig wehtut beim Laufen. Ich glaube, deswegen lasse ich's. Und mach dann, such mir ein Bauchworkout raus von Fitnessblender oder so. Ja, dann ziehe ich mich mal um, weil ich habe mich jetzt noch gar nicht in meine Sportklamotten geschmissen, weil ich die ganze Zeit so unsicher war. Ja. Es ist belastend, ich sag's euch. Und dann hatte ich eigentlich vor, heute zu shooten, haha. Weil ich überlege die ganze Zeit schon seit Tagen oder Wochen vielleicht mittlerweile, wie ich es hinkriegen kann, ein paar schöne Fotos zu machen. Und zwar nicht einfach nur so, Selfie, sondern halt schöne. Und mir fällt nichts ein. Ja. Aber ich möchte unbedingt mal ein paar Fotos machen. Das wollte ich mir eigentlich heute machen. Aber ich werde heute Sport machen. Dann ein bisschen was am PC machen. Dann werde ich arbeiten gehen. Und dann, wenn ich wiederkomme, lohnt sich das nicht. Also finde ich, dass ich dann mich fertig mache und schminke und Fotos und so mache. Deswegen werde ich dann ein Video schneiden. Das ist nämlich ganz gut, wenn ich das heute schon schneide, damit das schon mal abgegeben werden kann zur Überprüfung. Weil wenn ich das jetzt erst morgen oder übermorgen mache, ist dann viel zu wenig Zeit bis Samstag. Deswegen mache ich das heute. Und morgen, ich denke mal, dass ich morgen keine Schicht haben werde oder nehmen werde oder bekommen werde, whatever, dass ich keine mache, dass ich dann morgen den ganzen Tag zum Shooten nehme. Dann will ich auch noch was für ein Video drehen. Und ja, dann kann ich das morgen alles in einem machen. Und Freitag werde ich dann schneiden noch weiter. Ja, Donnerstag schneide ich dann nur einen Vlog. Oder heute schneide ich schon mal den Vlog, dass ich morgen komplett frei habe, was Schneiden angeht. Ach, ich weiß es noch nicht. Irgendwie so. Ja, und jetzt muss ich mich mal aufraffen und einen Bauch machen. Ja, und hier steht übrigens immer noch mein Nix-Paket, was ich noch nicht ausgepackt habe. Mich reizt ja schon, ne, den Inhalt mal zu sehen, aber ich warte noch etwas. So, let's go. Ach, und übrigens, die Nägel, die sind ja jetzt nicht sonderlich geil geworden, habe ich euch ja gestern in meinem Blog gezeigt, aber zwei davon. Irgendwie ist das Gel, glaube ich, einfach nicht so geil. Die lassen sich schon so leicht biegen. So als wäre das Gel einfach nicht so richtig hart. Ah, voll dumm. Ich freue mich echt, wenn ich meine Nägel machen lassen kann. Das Ding ist, wenn ich die weg habe, sonst würde ich einfach sagen, ich mache die weg und lasse die kurz oder so. Das stört mich ja nicht. Aber ich habe so weiche und brüchige Nägel schon immer. Und ich habe auch schon alles Mögliche ausprobiert. Hier diese, was war denn drin in diesen Kapseln? Biotin und was auch immer, voll gut für Nägel. Das habe ich alles schon ausprobiert. Und die werden einfach nicht härter. Und mittlerweile habe ich es aufgegeben. Und ich finde eh Gelnägel viel schöner. Vor allem habe ich so relativ kleine und dicke Finger. Da finde ich längere Nägel schöner, weil das streckt. Deswegen mache ich das einfach.
Und ja, jetzt gerade in dieser Quarantänezeit wäre es natürlich cool, die Nägel kurz zu haben, aber nee. Die sind wie Gummi, wenn die ein bisschen länger sind, man kann die so richtig biegen und die tun mir dann halt auch weh, weil die so dünn sind. Und das hatte ich schon, bevor ich Gelnägel hatte. Also das kommt nicht dadurch bei mir. Ja, das ist richtig ätzend. Und die tun halt einfach weh, sobald da irgendwas drankommt oder man die anfasst oder so. Und vor allem, als ich da noch in der Disco und so gearbeitet habe, das war so unangenehm. Das tat so weh, wenn dann da irgendwas dran kam oder man die halt belastet oder beansprucht hat. Ja, deswegen versuche ich die halt gerade irgendwie zu retten, dass ich A, einfach immer noch meine langen Nägel habe, weil ich es lieb. Und B, ja, dass ich einfach nicht dieses Drama habe mit meinen Nägeln. Genau. Ja. Und ich finde es halt viel schöner, wenn ich sie nicht unbedingt selber mache. Okay, genug gelabert. Ich mache jetzt Sport. Hauptsache, ich hatte meine Kamera mit eben am Esstisch und habe gar nicht gevloggt. Wir haben gefrühstückt und ich mache mich jetzt auf den Weg. Wir sehen uns später. Hallo! Ich bin wieder zu Hause und ich versuche euch jetzt mal auf so ein Kissen hier zu stellen. Kissenberg. es ist eine Degusta-Box gerade angekommen. Die hat Fabio angenommen. Da gucken wir doch direkt mal rein. Ich freue mich mega. Ich liebe einfach solche Boxen auspacken. Wahrscheinlich wisst ihr es. Übrigens sieht man, dass ich meine Hose aufhabe. Ich hoffe nicht. Ich habe mich nämlich noch nicht umgezogen. Und ich musste noch mal kurz einkaufen, weil gestern gab es nicht alles, was ich brauchte. Ah, deswegen musste ich jetzt gerade noch mal. Und ich habe eben im Radio gehört, dass. Nein, 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 nein. Dass ab Montag hier in NRW Maskenpflicht ist. Also so in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Einkaufen und so. Und ich finde das richtig gut. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das jetzt alle Bundesländer haben. Nagelt mich nicht drauf fest. Aber ich meine, dass das so ist. So. So ist Amazon. Yes. Schmeiß mal. Ich habe mir nämlich ein neues Armband für meine Apple Watch gekauft, weil das hier ist so abgeranzt. Und das dürfte das sein. Dann können wir das direkt mal ausprobieren. Kannst du vielleicht mal ein bisschen leiser gut machen? Hast du gerade? Gut. Ich habe es schon gerade gemacht, Cool. bevor du es sogar schon gesagt hast. Ja, sorry, Bro. Hätte ich mir das auch selber ausliefern können, weißt du, aber habe ich nicht gekriegt. So. Oh. Süß. So sieht es aus. Es ist doch rosaner, als ich gedacht hätte. Da gab es verschiedene Auswahl bei den Armbändern, die ich jetzt hatte. Boah, geil, hier ist sogar ein. Das ist ja cool. Ich habe nämlich ein Schutzcase da drauf, was komplett. Ja, wobei. Vielleicht ist es doch nicht so cool. Weil ich will ja nicht, dass mein Display zerkratzt. Und wenn das nur außenrum ist, zerkratzt ja trotzdem. Aber das ist gut, weil wenn die ist an sich wasserdicht, aber wenn Wasser da dran kommt, sammelt sich das hier unter der Hülle. Und dann muss man die komplett abmachen, um die Uhr wieder trocken zu machen. Und wenn man das halt nicht hat, wenn das Display frei ist, dann sammelt sich da auch nirgendwo Wasser. Naja, was soll's. So. Guck mal, wie abgefuckt das mittlerweile ist. Ja. So. Das ist das Neue. Danke. Guck mal. Fuck you. Ist so. Kannst du alleine essen. Was mein. Hallo, das ist auch für dich. Ist es nicht. Doch! Alter, doch! Ich will einfach heute Abend essen. Aber schön, wie du reagierst, du Stück Scheiße. Ich kenne dich doch. Ich will aber jetzt gerade gar nicht. Ja, hast du Pech. Boah. Boah, wie lange hatte ich nicht mehr so ein richtiges Armband? Das war halt mit Magnet. Das war ganz geil, weil man konnte jede beliebige Länge einstellen, ohne halt diese Löcher. Weil, ich weiß nicht, vielleicht hattet ihr das auch schon mal bei Uhren, dass man eigentlich die Länge bräuchte zwischen zwei Löchern. Das ist jetzt aber nicht der Fall, glaube ich. Wobei. Ja. Und bei dem hier war das halt nicht, weil da gab es keine Löcher, sondern einfach nur so ein Magnetding und dann. Aber es ist halt einfach nicht mehr schön. So. Kann man machen, würde ich sagen.
Okay. So, jetzt kommen wir zur Degusta-Box. Also, April-Box. Guck mal, wie findest du? Le Armband. Ich dachte... Das ist ganz schön girly. Ja, ich dachte, es wäre weniger rosa tatsächlich. Das sah auf dem Bild auch ganz anders aus. Naja, das sah, ja. Dann hätte ich doch dieses Sand-Rosa nehmen sollen. Also so vom Design her cool, aber zu rosa. Ja, dann bestelle ich nächstes Mal das andere Rosa. Okay, also, hier, guck mal, kannst du mitgucken. Wir haben einmal Hummus-Sticks. Basilikum und Petersilie. Oh, geil. Glutenfrei, nicht frittiert, mit natürlichen Zutaten. Konzentrier dich. Ich guck mal, ob man dich sieht in der Kamera im Spiegel. Sonst würde ich ja die Kamera auch sehen. Aber man sieht irgendwas von dir. Warte. Jetzt. Ja. Er ist dumm. Das kostet 1,89 Euro. Oh, sollen wir es mal probieren? Klingt schon lecker. Kannst du aufhören, meinen Eistee wegzutrinken? Nein. Mann! Ich fühl's dir nach. Trink Fanta. Hammer, ey. Oh. Was ist eigentlich los mit dir? Hm? Keks? Hm? Mein Eistee? Hm? Was ist mit dir? Bist du behindert? Ja. Nee, ich hab meine Tage. Lecker, sehr herzhaft. Schmeckt wie Chips mit Pesto. Stimmt, ja. Dann haben. Was ist das denn? Das ist voll weiß. Oh. Koffein-Kakao, Bio-Kakao und Guarana. Hä? Schokoladig, Typ Apfelstrudel? Kakaohaltiges Getränkepulver mit koffeinhaltig. Ach, das ist Pulver. Ich dachte, das wäre so eine Paste da drin. 3,99 Euro. Aber wie schmeckt denn bitte Kakao Typ Apfelstrudel? Keine Ahnung. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann haben wir hier nochmal so Cracker. Dieser. Das sind Sesam- und Meersalz-Linsen-Snack. Ja, die sehen jetzt aber nicht so geil aus. Willst du die auch mal probieren? Nee. Ich auch nicht. Die kosten 1,89. Oh Gott. Dann haben wir drei Tüten von Knorr drin. Und zwar einmal Linsen-Bolognese, einmal Linsen-Frikadellen und einmal Süßkartoffel-Linsen-Curry. Das klingt geil. Was braucht man da jeweils noch zu? Sind das so Sachen, die man so zu Hause hat? Spaghetti, Tomaten, Spaghetti. Braune Linsen, dann rote Linsen und Zucchini. Spaghetti! Süßkartoffel, rote Paprika, Linsen, Kochcreme. Ja, ja. Könnte man alles so sagen. Und Spaghetti. Leute, sagt ihr Zucchini oder Zucchini? Meine Oma sagt immer Zucchini. Das kostet auf jeden Fall jeweils 99 Cent. Finde ich ganz geil. Boah, weißt du noch diese Bratlinge, die wir mal... Ich glaube, der Fatboy verliert Körner. Weißt du noch diese Gemüsebratlinge, die ich mal gemacht habe? Die waren richtig geil. Vielleicht schmecken die auch so, die von Freche Freunde. Weißt du noch? Du bist ein frecher Freund. Lol. Ich habe mir gerade, als ich einkaufen war, ich liebe Eistee. Und ich habe mir gerade Eistee gegönnt. Mein Lieblings-Eistee ist Fuse Tea, Futze Tee. Und jetzt ist lustigerweise hier ein Eistee drin. Echt? Mhm. Und zwar von Fana Botanic Tea Limited Edition Himbeer Rosmarin. I don't know if this tastes good. Kostet 1,90. Komm, wir probieren das mal. Es wird ja nicht schlecht. Mit Rosmarin? Soll ich jetzt einfach aus dem Ding trinken? Ja, du hast jetzt mein Glas voll gemacht, ne? Ja, es geht. Aber zum Beispiel, ich habe hier gerade diesen Lipton Raspberry Tee Eistee gekauft. Der ist richtig geil und Fuse Tea ist Premium. Willst du auch mal probieren? Aber der ist ganz lecker, aber der schmeckt mehr so, er hat sich's über den Arm gekippt, weniger süß und so, weiß nicht, so mehr nach so Schwarztee oder sowas. Also leicht, aber im Vergleich zu den anderen. Aber ist okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht? Kannst du das machen zu? Ich kann das machen. Zu?
Dann ist hier noch eine Flasche drin und zwar Schwebes. Schwebes. 1,79 €. Mango Passion Fruit. Klingt auch ganz geil. Komm, das probieren wir auch. Wir probieren mal alles hier. Oh mein Gott, ey. Fällt mir nichts zu ein. Sagt der, der sich den Eistee auf mich Arm drauf. Genau. Ja, was ist das? Ich. Und die Couch? Das ist, da ist nix. Gut. Das ist entweder auf mir oder in der Box drin. Gut, dann hast du Glück gehabt. Jo, dann rede ich mich nicht auf. Naja, dann wundert es mich eher nicht. Man ist da auch Kohlensäure drin. Willst du auch mal probieren? Ja, das ist ganz lecker. Was ist das? Mango? Oh, Mango Passionsfrucht. Boah. Also gut, Fazit, die Hose muss gewaschen werden. Ja, ist ganz lecker, ne? Aber ich mag sowas, glaube ich, mehr als Saft. Also mich stört die Kohlensäure da drin ein bisschen. Das wäre geil zum als Filler. So, wenn du einen Cocktail machst oder so. Ja, das mache ich ja auch so oft. Ja. Nie. Geil. So, dann sind hier saftige Nudeln drin. Und zwar Vollkorn-Spiralnudeln. Sehr geil. Wir essen momentan recht viel Nudeln, von daher ist das nice. 1,59 €. Dann haben wir, das ist alles voll, Weingummi da drin. Nee, Weichgummi gezuckert. Okay. Kostet 1,05 €. Ja, das stimmt ganz nice. Dann haben wir hier ein paar Smint drin. Die kenne ich doch von früher. Hast du die auch früher mal gehabt, diese zum Rausdrücken? Ja, ja, ja. 99 Cent. Aber die waren immer so... Oh, ich fand die damals richtig unnötig. Hm, ja, geht. Ah, das ist für Fabio. Gibt gleich her. Was ja, ist das man kann so löffeln. Süßer Senf. Oh, lecker. Ja, ich mag das nicht so. Also Senf generell mag ich gar nicht. Süßer Senf... Eigentlich auch nicht, aber ist besser als normaler Senf. Hast du recht. Richtig geil. Der kostet 1,49 € und das letzte Produkt, was hier drin ist, ist auch nass geworden. Ah, das hatte ich letztens schon drin, aber in einem anderen Geschmack, glaube ich. Upsala. Das ist Nature Valley Nut Butter mit Erdnussfüllung. Das sind so Kekse mit halt Füllung und ich hatte die, glaube ich, mit Schokofüllung und die waren richtig lecker. Die Kekse sind so ein bisschen wie diese... Frühstückskekse, falls ihr die kennt. Ja, also dann kannst du die essen und ich esse die mit Schoko drin, weil du magst lieber Nuss als ich. Okay. So, das war's. Jetzt muss ich hier das ganze Scheiß mal beseitigen, weil jetzt ist alles nass. Hier ist noch irgendein Rabattcode drin. Ich gehe Video schneiden. Tschüss. So, ich bin... Wow, spiegelt das weiter am Schneiden hier. Fabi hat mir gerade Erdbeeren und Banane gebracht. Das lasse ich mir jetzt dabei schmecken. Aber nur die Hälfte, die andere kriegt er. Ist leider nicht drauf. Gott sei Dank. Dein Gähner. Essen! Es gibt Essen von gestern. Boah, ich habe so Hunger. Boah. Freue ich mich. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog reinklicken. Hier unten findet ihr die Playlist. Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Daily, daily,